Willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute, wie ihr gesehen habt, ein neues Fahrrad mit extrem herrlichen Spätsommerwetter. Es ist jetzt so, ja, gleich 19 Uhr. Wir sind an der Tautenburg, ein bisschen abseits vom Saaletal. Und es geht heute um das, da unten, um das Cube Aton SLX in der 2023er Version. Mein neues Fahrrad. Es ist nicht ganz New Bike Day, sondern es sind schon 20 Kilometer rum. Da wissen wir auch schon ein bisschen mehr. Darum geht's heute. Auf geht's. So, ein bisschen am Schwitzen. Jetzt mal zu den Fakten des Fahrrads. Es wiegt blank. 1110 Kilo, aber auch blank heißt keine Pedale. Und blank heißt zum Beispiel auch keine Klingel. Das heißt, die Klingel ist auch nicht dabei. Haben wir eine, die Klingel von meinem alten Fahrrad genommen. Pedale, weiter keine Klickpedale. Wieder flache Pedale genommen. Hier unten. Und zwar die von Shimano. Und natürlich ist auch die Flasche und die Fahrradtasche sind natürlich nicht dabei. Das heißt blank, blank, blank. Also richtig blank. Das heißt mit Flasche und Zeug dran und Licht hinten. Ja. Da sind wir sicherlich schnell wieder bei 11 Kilo. Vielleicht auch ein bisschen drüber. Genau, Fahrradcomputer auch noch dabei. Da. Ja, das Fahrrad ist, wie ihr seht, komplett schwarz, beziehungsweise eher so ein Anthrazit-Grauton. Das heißt, wir haben so schwarze Highlights hier oben zum Beispiel. Hier vorne. Weiter hinten geht es ja wieder grau, bisschen geriffelt, bisschen Carbon-Optik. Der Rahmen ist aber Aluminium. Und was Carbon ist, ist vorne, ja, die Gabel ist Carbon. Hier ist Carbon, man sieht von außen nicht. Man hört aber den Unterschied zwischen den beiden Stoffen. Ja, was haben wir noch jetzt an dem Fahrrad? Was kostet das Ding eigentlich? Das Ding kostet eine UVB 1,6. Habe ich zum Glück nicht bezahlt, sondern der heimische Fahrradladen hat 30% auf Cube-Räder. Und dann hat das Fahrrad noch 1,1 ein bisschen was gekostet. Also über 450 Euro sind wir nach unten gegangen. Ja, Besonderheiten an dem Fahrrad sind zu dem Preis, wir haben mechanische Scheibenbremsen, wir haben hydraulische Scheibenbremsen. Sehr gut, wir haben ja nur vorne die Kabel draußen und danach verlaufen die Kabel im Rahmen und nicht am Rahmen. So, seht ihr hier? Und wir haben eine komplette Shimano 105er Gruppe, das heißt Bremsen, Umwerfer, Schaltung hinten, alles 105er Gruppe und nicht wie es oft ist, nur so einzelne Teile. Und dann rollen wir mal ein bisschen weiter. Ja, kurz hier ein Blick über das sehr idyllisch gelegene Tautenburg. Wie ihr gerade gesehen habt, wir sind auch jetzt Straße gefahren und schnell mal ein bisschen Forstweg, beziehungsweise eher so, ja, man würde heute sagen Gravel-Passagen. Das geht mit dem Fahrrad auch wunderbar, aber ganz klar natürlich Straße
das Ding dafür, sobald es ein bisschen Schotter gibt oder auch ein bisschen mehr Steine, ist ganz schön hart auf dem Ding, auf dem Bock. Aber es ist auch nicht sein Terrain und ist auch kein Fahrrad, bei dem jetzt groß die Reifenbreite, wir haben jetzt ganz klassisch 28er drauf, groß ändern könnt, weil einfach vorne, da gehen wir kurz nochmal hin, vorne nicht so viel Platz ist einfach bei der Gabel, wie ihr seht. Ja, das ist nichts für 40er oder sowas oder 38er. Also ist ein reisendes Straßenfahrrad. Genau, ja. Rollt sehr gut. Gibt nichts zu meckern bisher auf den ersten 2 Kilometern, sollte auch nicht sein. Dabei, das Einzige, was jetzt ein bisschen aufgefallen ist, wenn man ja, doch mal eine Vollbremsung macht oder halt ein bisschen härter reinbremst, dann zieht das Rad, wenn man hinten ziemlich drauf ist auf der Bremse, doch so leicht zur Seite weg. Muss ich mal gucken, woran das liegt. Aber es ist immer wichtig, sowas zu wissen. Ja, sonst macht es viel Spaß. Es kommt auf jeden Fall noch im Vergleich zu meinem anderen Fahrrad, zu meinem Decathlon Einsteigerfahrrad. Ich kann jetzt schon sagen, man merkt deutlich den Preisunterschied. Also wenn wir jetzt den reellen Preis nehmen, wäre das das Dreifache, ein bisschen mehr. Das merkt man. Für den doppelten Preis, den es ja kostet, den ich bezahlt habe, ist es wirklich ein sehr großes Upgrade. Auf Strecken, sag ich mal 50 Meter Strecken, die ich jetzt schon kenne, mit ein bisschen Höhenmetern, 300, 400 Höhenmeter, bin ich ungefähr 3 bis 5 km/h schneller mit dem gleichen Pulswerten wie mit dem anderen Fahrrad. Das heißt, ja, der bessere Rahmen, gerade die besseren Laufräder, besseren Reifen. Es kommt mit Continental Ultra Sportreifen. Ja, die. Das merkt man deutlich. Die Schaltung, ja, die 105er Gruppe ist einfach, das klackt einfach so durch. Wir haben 2x11 Gänge. Ist ein großer Unterschied. Ja, bisher sehr zufrieden. Auch erste Gruppenausfahrt gemacht und ja, im Vergleich zu anderen Wochen war es wirklich so, war der Puls dann nach 3 Stunden, 3,5 Stunden Fahrt, war man im Schnitt 10 bis 15 Schläge niedriger als mit dem anderen Fahrrad. Also ist schon ein großer Unterschied. Wenn ihr Fragen habt, haut rein. Ich hole jetzt wieder zurück, genieße die Abendsonne. Und ja, gibt es hoffentlich demnächst mehr davon und dann auch noch einen Vergleich mit dem anderen Fahrrad. Bis dann. Ciao, ciao.